Alter, was geht ab, Leute, Hunge? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe gestern noch ein Video hochgeladen, wo ich Niantic entfernt die Rocket wegen dem 100 IV-Trick, wo ich das bisschen verarscht habe, bisschen auf die leichte Schulter genommen habe, bisschen gedisst habe und Niantic zu viel Respekt gegeben habe. Ich habe gesagt, nee, Niantic hat das mit Absicht gemacht. Alter, nee, tatsächlich. Der 100 IV-Trick war echt nicht geplant von Niantic und die haben zurückgezogen und jetzt kann man keine Shadow-Pokémon, Crypto-Pokémon mehr tauschen. Ihr könnt sie immer noch tauschen, nachdem ihr die bereinigt, gereinigt, erlöst, was auch immer habt. Aber dann haben sie halt nicht mehr garantiert 14, 14, 14. Und, Alter, ich kann es nicht fassen. Wie kann so eine Firma, Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gibt es bei denen niemanden, der irgendwas überprüft? Ich check nicht, wie die das rausbringen konnten, ohne zu checken, dass man die IVs auf 14, 14, 14 Minimum pushen konnte und das dann wieder zurückgenommen haben, weil die das nicht gewollt hatten. Keinem ist aufgefallen, dass die Werte Minimum 14, 14, 14 werden könnten oder was? Ja, auf jeden Fall, das war nicht gewollt von Niantic. Ich dachte echt, die wollten jetzt ein bisschen mehr uns was Gutes tun, ein bisschen mehr auf die IVs eingehen, von jetzt mit dem neuen Rechner mit der neuen Anzeige, dass die da einen größeren Fokus, größeren Wert auf IVs legen und das halt echt gewollt ist. Aber nee. Ja, und jetzt stellt sich so die Frage, wozu einfach diese Shadow-Pokémon oder erlösten Pokémon? Was will man damit? Was soll man damit? Mein Hype für diese neue Funktion war hier oben. Ich habe gesagt, hey, das wird krass, das könnte echt so viel Potenzial haben. Meine Motivation für das neue System und die Rocket jetzt ist beinahe hier. Ja, man macht halt die jetzt, um die Medaille einzulösen und voll zu bekommen, aber Sammelaspekt ist... Ich habe so viel Potenzial gesehen, Shiny Lucky Shadow, Shiny Lucky erlöst und so weiter und so fort. Und jetzt weiß ich nicht mal, ob man die Shiny bekommen kann, darüber wird auch noch gemunkelt. Aber, ja, das Einzige, was ihr jetzt sammeln könnt, ist erlöst Lucky. Und wieso sollte ich einen erlöst Lucky sammeln, wenn ich einfach ein Shiny, sagen wir Radfratz, wieso, was will ich mit einem erlösten Lucky Radfratz? Also ich muss ehrlich sagen, Niantic, mit der Veränderung hat mich sehr, sehr enttäuscht. Wie gesagt, meine Motivation war so, so weit oben. Und jetzt, ja, Medaille voll machen und das war's. Also. Noch ein kleiner Hinweis. Es ist jetzt schwerer, die Krypto-Pokémon zu fangen. Fangrate soll 5% sein. Das ist natürlich die Basis-Fangrate. Das heißt nicht, dass ihr nur von allen Begegnungen 5% fangt. Sondern das ist die Basis-Fangrate und dann kommt davon, wie ihr werft, was für Bären ihr verwendet, Curve, Excellent und so weiter. Aber. Die sollen jetzt sehr, sehr aggressiv sein und schwer zu fangen. Was an sich gar nicht so schlecht ist, bisschen herausfordernder. Man muss dann mehr machen, aber wie gesagt, mir fehlt irgendwie die Motivation gesamt, um die Rocket-Dinger, Krypto-Dinger jetzt zu jagen. Das ist halt jetzt echt bitter für Niantic, weil die aus Versehen sowas Krasses rausgebracht haben und jetzt das, was sie ursprünglich vorhatten, im Vergleich dazu halt so schlecht ist. Hätten die direkt nur das rausgebracht und die hätten niemals davon erfahren, mit diesen Lucky, fast garantiert 100% und so, ja, dann würden wir es auch nicht vermissen. Aber jetzt, wo wir das hatten und das zu uns weggenommen wird und wir nur noch das hier haben, ja, tut mir leid, Niantic. Fehler können manchmal kostbar sein und ich sehe die Reaktionen, also das ist schon echt bitter. Das ist echt, mehr kann man nicht sagen. Einfach nur leidend. Ich weiß gar nicht, was ich so großartig jetzt darüber reden kann, sagen kann, ohne dass ich Niantic jetzt so hart disse und beleidige und zerstöre, aber ich bin extrem enttäuscht von euch, Niantic. Ich fand das so gut und jetzt ist es halt so schlecht und ja, Motivation für die Shadow oder erlösten Pokémon ist relativ gering jetzt. Vielleicht übersehe ich einen Faktor, aber ich habe auch Feedback so im Internet, auf Twitter, in den Gruppen gelesen und ja, und die teilen eigentlich auch so meine Meinung. Die größte Frage ist jetzt halt, was bringen die Dinger? Was will man damit? Wieso? Wozu? Warum sollte ich jetzt so abgehen dafür? Könnt gerne eure Meinung, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare schreiben. Ich gehe jetzt zu meinem X-Raid. Dann natürlich ein paar Pandier jagen und dann, ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und natürlich euch allen viel Glück bei eurem X-Raid. Falls ihr heute einen habt, aber immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.